Alles Relevante zu Skibbity Toilet heute in diesem Video. Meine Freunde, es wird wieder sehr interessant. Es ist eine Menge passiert und vor allem haben wir eine Menge geiles Zeug am Start. Also, ich höre mich gerade an wie so ein Drogendealer, ne? Leute, aber das meine ich so natürlich nicht. Wir gehen heute rein. Ein sehr cooles Video. Lasst ein Like, ich wünsche euch viel Spaß. Macht die 100.000 Abonnenten voll. Es geht gerade unglaublich schnell und wir sind, ja, momentan machen wir 2.000 bis 4.000 Abonnenten pro Tag. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Aber ich hoffe, dass ihr mithelft. Viel Spaß, Kuss und wir rein. Episode 40, da sind wir und hier sieht man den Final Boss. Und wir gucken uns das mal an. Aha. Interessant. Sieht auch teilweise so dämlich aus. Ich höre bis jetzt noch nichts. Okay, was ist das hier? Oha, da wieder den Typen kaputt gehauen hat und... Okay. Crazy. Habt ihr das gerade gesehen? Ganz komischer Effekt. Auch wie die Boxen so komisch wackeln. Okay. Was haben wir hier? Ist das die GTA-Musik rückwärts? Total crazy. Und hier muss er auf jeden Fall erstmal die Toiletten wegboxen. Boah, guckt euch das mal an, ne? Ich dachte, ich habe da gerade was gehört. Warte mal ganz kurz. Haben die da gerade Popcorn gegessen? Tatsächlich, der eine hat sogar noch eine Cola in der Hand. Okay, völlig crazy. Was haben wir hier? Das ist das... Oh, wer ist er denn? Ist das die Megatoilette da hinten? Wie dunkel war das gerade? Man sieht ja nichts. Oh. Junge, 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 Junge. Dass die da auch irgendwie immer tanzen, ne? Was ist das da unten? Da ist eine Toilette in einem Käfig, okay? Ah, wegen dem Laser. Ton habe ich noch nichts gehört. Okay, was geht hier ab? Puh. Wo kam der da gerade her, Leute? Da muss ich aber noch mal einmal ganz kurz zurückgehen. Wie ist der da hochgesprungen gerade? Guck mal hier, der Typ. Seht ihr das? Der ist da einfach oben an der Wand. Der klebt da so zusammen wie Spider-Man. Crazy. Komisch. Wer ist er denn eigentlich? Das YouTube-Hauptquartier wird hier sozusagen auch noch zerstört. Ich hoffe, ihr habt es eben gesehen, Leute. Da war so ein YouTube-Schild, ne? Ui, 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 ui. Okay, was haben wir noch so? Vorsichtig. Das gerade gehört. Das Geräusch hörte sich so an, als hätte er nach Hilfe geschrien. Bin mir aber nicht so sicher. Wir gucken noch mal. Das war wirklich sehr komisch gerade. Komisch. Uiuiuiui, okay, ja, man merkt schon, also, da steckt schon ein bisschen was hinter, Junge, wie der den schon wieder reinfetzt, Alter. Diese Toilette ist eigentlich überhaupt nicht gefährlich. Naja, eigentlich schon ein bisschen mit seinen Raketen an der Seite. Aber guckt euch mal an, wie das teilweise aussieht. Habt ihr das da gerade gesehen? Moment mal. Da hinten, habt ihr auf diese Toilette geachtet? Was zieht der Typ da gerade da raus? Crazy.
Das ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Teilweise schon ziemliche Easter Eggs drin. Hier haben wir den Kameramann, der schon eingenommen worden ist. Was haben wir hier? Ein paar Schläge. Er ist mit dem Techniker-Opi da am Start. Und die halten ihn fest. Und er injiziert... Alter, habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Da konnte man einmal checken, Digga, wie der das überhaupt macht. Der nimmt hier irgendwie so seine Zunge oder so vom Mund irgendwas da rein. Und damit nimmt er den ein. Und der kommt aus diesem Opi-Typen da raus. Yo! Oha, das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Hallo? Als würde er die da spawnen. So sieht das aus. Crazy. Okay, das ist auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant. Aber da sieht man auch, wie er seinen Kopf so komisch bewegt, ne? Und hier dancet er erstmal eine Runde ab. Man kennt ihn. Was haben wir hier? Ist das die Mafia-Toilette? Ich glaube schon. Ja, wo er die Mafia-Toilette rausholt. Hören wir mal genau hin. Das hört sich so an, als würde er mit denen reden, oder? Leute... Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Gespräche aus diesen Spuren machen können. Es ist sehr, sehr interessant und sehr komisch teilweise, was die da so sprechen, wie die so sind. Was geht bei dem oben ab? Was ist denn das da für ein Qualm? Oh, da holt er die Toilette raus und es gibt natürlich erstmal Stickstress. Wir hören genau hin. Als würden die was sagen. Ja. Er tanzt einfach, während da richtig fette Mucke geht. Und der Kameramann, wie ihn warnt, ne? Ist da nicht gerade rückwärts mit dem Klo gefahren? Das sag ich nicht zu. Okay, hier oben haben wir die Boxen. Was geht hier ab? Aha. Alright. Oh oh. Moment mal, was war das da gerade in seinem Gesicht? Gucken wir nochmal genau hin. Seht ihr das? Was hat er da drin? Da, als ob da so eine Spinne rausgekommen ist, so sah das aus, ne? Sehr merkwürdig. Das hier kenne ich noch, so als hätte er Energie bekommen, sieht das jetzt gerade aus. Auch hier konnte man nichts hören. Da hört man auch aktuell nicht viel raus. Wir halten genau das Auge auf die Umgebung.
Was läuft hier bei dem Kameramann? Oh, Leute laufen durch eine Gasse. Okay, ja, 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 den fühle ich noch. Das hier ist auch eine sehr, sehr geile Situation und es wird so lustig sein, wenn er da hochkommt. Oh. Auch hier nochmal genau gucken, was jetzt passiert. Oh, das ist so geil. Wo er da angeflogen kommt. Der Laserstrahl, der einfach jetzt wieder zurückgeht. Er klatscht, also der Ton kommt trotzdem irgendwie durch. Und so, als würde er eine Toilette spawnen, sieht das gerade aus. Ah. Junge, wie dumm. Und da essen schon wieder Leute Popcorn. Was ist denn das jetzt hier schon wieder, Leute? Warum essen da immer Leute Popcorn, Pommes und hier Cola? Also, das... Warum? Oh je. Ja. Da haben wir die Toilette, man kennt sie. Auch der Ton sehr sass gewesen. Er drückt nicht den Knopf, also redet der Typ noch mit seinem. Habt ihr es gehört? Ich bin mir nicht sicher, ob da was war. Ich glaube nicht. Aber das hier ist auch eine sehr interessante Szene. Der Assassin, Mann, wie er am Hof liegen ist und der Typ auch. Sieht so aus, als würden die jetzt gemeinsam irgendwie gerade so einen kleinen Kampf gehabt haben. Einfach Zeitmaschine gewesen, ne? Oh, wir gucken nochmal genau hier hin, Leute. Dieses Klo sehe ich immer wieder und der Typ. Warum der auch einfach da wegtanzt, weiß man nicht. Boah, was ist das? Die Gesichter sehen auch teilweise so komisch aus, weil der Mund sich so richtig weit aufspaltet, ne? Oh oh. Wir sind schon relativ nah zum Anfang und ich habe noch keine richtige Tonspur erkannt, also ein paar Sachen schon. Das ist auch so eine lustige Szene, wenn er die da alle wieder rausholt, wie er diese Köpfe dann da teilweise festhält. Aha. Gleich bin ich gespannt, wenn wir zur Kirche kommen. Genau jetzt. Das wird nämlich auch nochmal so ein Ding. Als würde der Teufel aus der Toilette rauskommen. Boah. Hört sich schon wild an. Das hier mit der Polizei ist auch so dumm. Gerade wenn er das Spray darauf gemacht hat und es gleich dann weggeht. Warum tanzt da schon wieder einer? Und komisch, habt ihr gerade seine Reaktion gesehen? Guckt mal die Reaktion an. Er guckt nach hinten und so, er hört so auf zu tanzen. Und macht da gar nicht mehr viel. So als würde er gucken, so, oh, die sind jetzt da dran, jetzt dance ich nach vorne. Ganz komisch. Ich bin nicht
Was haben wir hier? Auch eine relativ schnelle Situation. Jetzt werden die Videos ja kürzer. Gerade am Anfang war das ja auch häufig so. Hier haben wir die Kameramänner. Und da hinten, habt ihr es gerade gesehen? Was ist das für ein Typ? Man konnte gerade sehr, sehr gut sehen, was das für einer war. Ich stopp mal rein. Da oben. Der hat irgendwie eine ganz komische Maske auf. Da steht einer hinter dem Truck und tanzt eine Runde, ne? Der baut da Easter Eggs ein, der Typ. Schon nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, wir haben da irgendwie auch mal die ein oder andere Folge geskippt, Leute. Was ist das? Ergibt das hier irgendeinen Sinn, wenn wir uns das rückwärts angucken? Hier, das ist auch sehr interessant. Seht ihr gerade das Klo hier unten? Passt mal auf. Ich hoffe, wir kriegen gleich nochmal einen Winkel dahin. Wir gucken genau, hier sind noch Toiletten, ne? Das ist auch immer so crazy. Und jetzt sitzen plötzlich nur noch Menschen auf Toilette und essen. Und wenn ihr sehen könnt... Die essen da, naja, scheiße. Total krank. Also anscheinend sind alle Menschen zu Skibidi die Toilets geworden. Warte mal ganz kurz, ich habe da noch was gesehen. Genau links drauf achten, genau hier an der Seite, jetzt links an diesem Typen vorbei. Da tanzt einer, hier, da dreht sich einer. Crazy. Verrückt. Verrückt. Also einige Secrets waren auf jeden Fall schon drin, Leute. Aber nicht sowas, sag ich mal, wie in der anderen Episode. Das war schon viel, viel eindeutiger. Hier haben wir die Situation mit dem TV-Man, wo er das allererste Mal erscheint. Und Leute, ich habe herausgefunden, dass wenn man das Video umdreht, also wie das daher vom Ende bis zum Anfang gucken, geheime Botschaften drin sind. Das ist auf jeden Fall auch so wild. Das erste Mal der TV-Man, wie er hier diese Skibidis einfach in die Starre bringt. Total gut. Und hier ist sogar eine Schutzkappe drauf auf der Toilette. Und die wurde erledigt. Und hier sieht man, dass er sogar freundlich gesinnt ist. Weiter geht's. Und hier haben wir einen neuen Cameraman, der hier gerade mit einem Pümpel die ganze Armee besieht. Und da kommt der Fernsehmann und sagt, bleib ruhig. Da ist der Titan TV-Man. Und der upgradet sich im Laufe der Zeit auch noch mega krass. Und hier sieht man schon, dadurch, dass er diese ganzen Fernseher benutzt, die Speakermans sind immun dagegen. Nur wer sehen kann, hat ein Problem. Und auch da ist alles entspannt. Hier, meine Freunde, habt ihr dieses Geräusch gerade gehört? Wir spulen nochmal zurück. Das ist nämlich ein Geräusch, was wir im Reverse später, wenn wir das Video umkehren, was eine Spur ergibt, eine Tonspur, ein Gerede. Habt ihr gehört? Es wird heute noch sehr interessant. Und hier sieht man die Armee des Skibidi Toilets, wie der absolute Mega-Riesen-Titan TV-Man um die Ecke kommt. Und guckt euch die Stacheln an. Guckt euch den verdammten Fernseher an, wie er die Skibidi Toilets auslöscht. Es ist einfach zu krass. Freunde, so heftig. Ich schwör's euch, gottlos. Strong as hell. Und es geht weiter. Hier sieht man, auch der Riesen-TV-Man hat ein Gesicht. Und er ist sehr freundlich und süß.
Das hier ist schon eine sehr interessante Situation. Der Cameraman wollte diese ekligen Skibidi-Toilets, die sich in andere einschleusen, wollte er runternehmen, aber der TV-Man stoppt ihn, weil er das selber kann und die Toiletten sich selber angreifen. Was zur Hölle verursachen die? Es ist sehr krass. Wenn er das runternimmt... Sieht er einen anderen Skibidi? Es gibt einen völlig neuen. Eine neue Macht ist hier entstanden. Jetzt sieht man, Freunde, schon den Titan-TV-Man. Nicht diesen ultra-krassen, sondern den Titan. Dass der schon mit seinem Fernseher und so weiter versucht, die halt aufzuhalten. Aber die haben eine Sonnenbrille auf. Die sind besser geworden. Habt ihr dieses Geräusch gehört? Wir spulen noch mal ein kleines Stückchen zurück. Hört genau hin. Er redet mit uns. Und hier sieht man, wie die Skibidi-Toilets mit den TV-Men das erste Mal fertig werden. Und sie gehen weiter, der Vormarsch ist da. Junge, wer hat dieses Riesenklo darüber gesteuert? Was kommt jetzt? Oh mein Gott. Es ist der Super Titan TV-Man gegen die Skibidi-Toilet, die eine Brille hat und er schlägt die kaputt. Und damit eliminiert er ihn. Aber das kann er nicht mit jedem machen, gerade wenn er eine Rakete abkriegt. Seht ihr den? Boah, Junge, der ist big unterwegs. Da kommt Boxen an. Der Titan Super TV-Man fusioniert mit den Speakern. Und das ergibt eine völlig neue Transformation. Junge. Unglaublich, aber wahr. Alles wird zerstört. Bro, zu wild. Aber da kommt der Titan Speakerman. Und Leute, das ist bis dato der wohl möglich stärkste Charakter auf der guten Seite gewesen. Die Frage ist, ob der neue TV-Man ihn aufhalten kann. Was wird passieren? Er ist sauer! Sein Gesichtsausdruck bedeutet nichts Gutes. Es wird ein schwerer Kampf. Und das war's. Leute, bis hierhin muss ich sagen, die Story echt sehr heftig. Aber jetzt gucken wir uns das Ganze mal rückwärts an und schauen auf die geheimen Botschaften. Es geht los. Hier ist er. Wir spulen das ganze Ding zurück. Wie sieht das überhaupt aus? Er geht wieder runter. Würde das sogar eine halbwegs vernünftige Story ergeben, wenn wir das machen? Boah, wie crazy das mit den Effekten ausschaut. Krass. Das hat schon irgendwas Komisches an sich, ne? Auch die Geräusche, die jetzt passieren. Total verrückt. Hast du das gehört? Moment mal. Wir machen es langsam und wir hören genau hin. Du bist tot. You are dead, sagt er. Du bist tot. Crazy. Meint er uns? Meint er den Zuschauer, der hier gerade guckt? Oder wen meint er? Sehr interessant. Boah. Aber das mit der Sonnenbrille? Auch die Skibidi-Toilet-Sounds hören sich sehr komisch an, ne? Bis hierhin, sage ich mal, ist das schon sehr interessant, was insgesamt passiert ist, Leute. Ich, wir gucken mal weiter. Was ist das? Shit happens. Das bedeutet so viel wie... Doof gelaufen, dumm gelaufen. Wahrscheinlich, weil die diese Truppe da nicht mehr zerstören konnten. Ja. Crazy.
Wir gucken einmal ganz kurz die Leute an, die hier sitzen. Wir haben hier den Kameratypen, der hier sich einen ganz entspannten macht. Die anderen, die hier einfach als Zuschauer agieren. Warum die auf Toiletten sitzen, weiß man nicht. Aber er hat hier auf jeden Fall noch diesen Laser dabei. Was geht hier ab? Als hätte er ihn dahingestellt. So sieht das aus. Total verrückt. Okay, wie sieht das jetzt aus? Als würden die Charaktere das selber darauf machen. Wie Zombies laufen die. Crazy. Da gibt schon Sinn. Was geht hier ab? Hä? Was ist das? Was zur Hölle ist das hier? Habt ihr das gerade gesehen? Ich muss zurückspulen. Tatsächlich. Hier ist eine Bildstörung drin. Komisch. Was war das für eine Bildstörung? Ich kann es mir nicht erklären. Die Toiletten kommen alle wieder hoch, ne? Das sieht so bescheuert aus, locker. Er macht die Spülung eigenhändig wieder rein. Verrückt. Verrückt, Freunde. Stopp. Ich hab da was gehört. Wir hören noch mal genau rein. Psst. Ich muss doch mal genau hinhören. Ich verstehe das nicht ganz. Ich kann nicht raushören, was das bedeuten soll. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr herausfindet, was er uns dazu sagen kann. Aber das Secret kann ich heute wahrscheinlich nicht lösen. Komisch. Er nimmt das Ding wieder ab. Moment. Der sagt auf jeden Fall was. Wir hören genau hin. You get some, du bekommst einige. Ich muss den Ton höher setzen. Ich weiß tatsächlich nicht, was das bedeuten soll. Aber gut, wir gucken weiter. Das war wirklich sehr schwer. Ey, so krass. Wir sind ein Kameramann. Das passte, der Deckel passte genau auf die Kamera. Und der legt es hin. Und damit endet es. Auch der Ton passt perfekt, obwohl man das rückwärts abspielt. Das finde ich manchmal mal so crazy, auch gerade beim TV-Man und so. Es hört sich alles so an, als wäre das jetzt... Weißt du, ich mein? Das sieht so doof aus, Mann! Hier habt ihr die ganzen Skibbity Toilets und wir müssen die Sounds erraten. Oh. Eigentlich ist der von dem hier. Boah, das ist Kameramann oder was? Nee, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist oben rechts. Oben rechts muss es sein. Ah, ich war am Anfang richtig gelegen. Oh nein, Leute. Ey. Okay, lasst ihr das gelten. Hashtag gelten in die Kommentare, wenn ihr es gelten lassen würdet. Ich lag tatsächlich richtig und hier sieht man nochmal die Situation, wo er zerstört wird, ne? Nächster Sound. Oh, das ist schwieriger. Ich würde sagen, das ist der oben rechts oder oben links. Bin ich der Meinung. Oh Leute, wie dran bin ich? Oben links oder oben rechts? Ja. Safe. Oben rechts! Yes! Guck mal, ich bin schon Experte in Skibbity Toilets. Da sieht man den nämlich, ne? Das ist schon der absolute Overkiller. Aber
Um den geht es ja hier aktuell. Das ist auch so krass, Leute. Der stirbt einfach nicht, ne? Er kann nicht sterben, wenn man ihn runterspülen will. Week number three. Ah, das ist auf jeden Fall der hier, Leute. Der unten, diese ganz verschiedenen und so weiter. Ich glaube... Oder vielleicht sogar daneben. Also die unten, ne? Ja. Ja, ja. Doch, unten in der Mitte. Ich glaube, unten in der Mitte ist es. Oder halt daneben, ne? Ja. Auf entspannt, Leute. Das war easy peasy. Also, bisher liege ich ziemlich gut. Würden also die Skibbity Toilets mich in Real Life überraschen, wäre ich komplett safe. Oh oh. Der ist auch so heftig, aber der Kameramann regelt wieder. Kuss geht raus, Bruder. Was haben wir noch? Ich glaube, das ist oben links. Oben links oder der hier? Ich bin mir halt nicht sicher, ne? Boah, das kann ich so schlecht sagen. Das kann ich so schlecht sagen. Oben links. Oh, Leute, da wäre ich das erste Mal komplett RIP gewesen. Das ist die Szene, wo der Kameramann einfach übernommen wurde von diesem. Das ist der Technik oder diese Techniktoilette. Und ihr seht, ne, wie dieser kleine, diese kleine Toilette da, dieser kleine Skibidi da rauskommt und dann den Kameramann einnimmt, ne? Feierabend. Was haben wir noch? Gucken wir mal. Das muss jetzt aber... Also entweder ist das der hier oder der hier. Warte. Oh, wobei... Doch, das muss oben links sein. Oben links oder daneben. Ja, oben links schon ziemlich sicher gewesen. Boah, so heftig. Ja. Das ist der absolute Raketenbruder. Und ich finde, der wird verhältnismäßig schnell irgendwie besiegt, ne? Da. Guck dir diesen riesen Speakerman an. Total crazy. Was ist das hier? Oh. Ich glaube, das ist das hier. Das hier oder das? Nee, das ist das hier oben, Leute. Oben in der Mitte, absoluter Safe Call. Es ist komplett oben Mitte. Ha, genau so ein Ding ist das. Ey, Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich kenne mich mittlerweile so gut aus in diesem Genre. Unglaublich. Das ist dadurch, wo die Skibidis nämlich das erobern, dann gehen die schnell zurück. Und dann kommt der Große und schießt dann einen richtigen Laser rein, ne? Und tschüss. Total gut. Was haben wir noch? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, es ist rechts. Es ist rechts, Leute. Nein, es ist unten. Es ist unten. Es ist, glaube ich, unten oder unten. Also unten oder rechts. Unten, glaube ich, eher. Ja. Safe. Die habe ich nämlich gar nicht mehr gesehen. Das ist nämlich da, wo die ihn zusammenschlagen, ne? Und er diese ganzen Klos verprügelt und dann runterspült. Junge, so cool, wie das POV ausschaut. Und da kommen die, ne? Ja. Das sollte man eigentlich auch schon ganz gut hören. Und dann die Abschlussmusik. Daran habe ich dann erkannt, ne? Okay, was haben wir noch? Irgendjemand ist gelaufen. Das ist der Große. Das ist der Große, glaube ich. Unten rechts. Oder? Unten rechts oder rechts? Unten rechts. Ha? Ha? Na Leute, ich bin gut drauf, oder? Ich sag euch, wie es ist, aber in real life würden die Skibbity Toilets pam, 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 pam. Puh, 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 puh. Ungefähr so bekommen.
Ja, das ist in dem Lagerhaus, wo oben dann der Speakerman durchschießt, genau. Was haben wir noch? Drei sind übrig, vier. Laser. Ja, das ist die Szene hier oben, Leute. Da kommt nämlich am Ende dann der Riese durch und die schocken den, glaube ich, so ein bisschen. Also, pass auf, die haben ja diese kleine Toilette gefangen genommen und verprügeln die da so ein bisschen. Und ich würde dann sagen, dass die Szene, wo er dann halt durchkommt, ne? Später, lol, ich bin komplett RIP gewesen. Oh, Leute. Da versucht er abzuhauen. Oh, das ist der Super-Teleportierer. Ey, der ist auf jeden Fall auch richtig krass, ne? Der fetzt die so um. Guck dir es an. Die haben halt alle immer so eine neue Technik, ne? Und der da. Der tut mir auch so leid. Wild. Okay, was haben wir noch? Nee, also das hier oben ist es nicht. Ich würde eher sagen, es ist die Szene rechts. Es ist die Szene rechts. Jetzt kann ich es schon mittlerweile ziemlich gut eingrenzen. Ja. Weil links hätten wir einen Speaker hören müssen. Und da drückt er diese Klos halt rein, ne? Und jetzt fightet er halt selber gegen dieses Riesenklo. Aber jetzt kommt natürlich der Cameraman, der übernommen worden ist. Und da wird der nächste abgerippt. Ey, es ist so heftig. Und da wird der nächste eliminiert. Uiuiui. Ui, ui. Ja. Links. Links. Ja, und jetzt hört er schon diesen Speaker. Deswegen kann ich das halt auch mit Gewissheit sagen, Leute. Der Speaker auf der linken Seite macht natürlich diesen ganzen Krach. Und ich würde sagen, ich habe jetzt tatsächlich nur zweimal falsch gelegen. Das war ziemlich gut. Also eine ziemlich gute Quote. Oh, okay. Er soll Kopfhörer aufsetzen, aber ganz schnell. Er setzt Kopfhörer auf. Und jetzt gibt's den absoluten Mega-Blaster. Und er schlägt diese ganzen Toiletten voll in die Flucht. Und der eine fängt wieder an, richtig abzudancen. Und das ist natürlich klar. Tor Nummer 12 ist der, der als letztes übrig bleibt. Da spülen sie ihn gerade runter. Dann dreht er sich um. Und dann kommt dieser Riese da durch die Wand, ne? Total gut. Und hier sehen sie diese Szene. Da wird die Toilette gefoltert bzw. runtergespült. Und da kommt Mega Skibidi Toilette durch die Wand. Leute, das war es auf jeden Fall erstmal zu den Sounds. Jetzt aber mal, warum wir diese Sounds vielleicht wissen müssten. Wir sind hier in einem Haus, Leute. Und hier klopft es an der Tür. Oh, nein! Ah! Ah! Bro, nein, weg mit dir! Ich, oh, warum habe ich das nicht gehört? Ich bin so dämlich. Ich muss hier raus. Das Fenster. Da hinten wartet Blue. Ist das Blue? Ich, hallo? Ist da noch wer? Hallo? Ich muss hier. Ah! Nein! Nein, das Riesenskibidi! Unser guter J.H. Figuremaker hat hier wieder absolut coole Figuren gebaut. Und es gilt jetzt, diese Figuren nachzubasteln. Beziehungsweise, denke ich mal, ist das schon sein fertiges Produkt. Und wir gucken uns an, wie er die überhaupt gemacht hat. Und da ist das erste Ding. Der Speaker. Der wird hier mit einem fertigen Model bereits importiert. Also der macht da jetzt noch gar nicht so viel, aber macht seine eigenen Änderungen. Ne? Und hier bekommt der Speaker zumindest nochmal einen komplett neuen Anstrich. Und da gibt es nochmal die Mega-Speaker. Das ist dann ja eigentlich schon der Mega-Speaker, Leute. Okay, finde ich gut. Hoffe, das stimmt farblich auch nachher. Ey, Junge, das sieht so heftig aus. Auch dieses Teil vorne, das muss auf jeden Fall blau sein. Die Färbung wird auf jeden Fall ziemlich sick. Muss auch sein, das Video fängt jetzt auf jeden Fall schon sehr nice an. Bin gespannt, was wir hier nachher noch sehen und vor allem, wie er das später noch angeht. Das Jetpack ist auch ganz wichtig. Auch die Flugposi muss natürlich auch sein. Und der Raketenwerfer muss auch stimmen. Okay, also ich würde sagen, der ist abgeschlossen. Sehr geil.
Er reproduziert den, macht nochmal ein paar kleine, allerdings ohne groß Speaker. Ich denke mal, das wird Camera Head. Ja, sieht auch ganz klar so aus. Sehr geil, okay. Kann man mit arbeiten. Ein paar Camera Heads, ein paar Speaker und so weiter und so fort. Okay, wir haben aber den großen noch. Ah, ich muss schon sagen, kommt gut. Jetzt macht er allerdings noch Skibidi Toilet und auf den bin ich sehr gespannt. Was ist das denn hier? Ist das die Toilette oder was? Sieht so aus. Er macht doch mal die kleinen, die sehen auf jeden Fall richtig clean aus. Ah, jetzt weiß ich auch, welcher das ist. Das ist der absolut brutale mit dem Panzer. Okay, nice. Ja, kommt krass, Digga, muss ich ehrlich sagen. Dann schaller mal rein, den Aal. Ich bin gespannt, wie er das jetzt erstmal ausdrucken wird. Ja. Unterstützungsstreben, ganz wichtig, Leute. Die muss man machen, wenn das nämlich gedruckt wird, damit das Teil nicht irgendwie verrutscht. Oder, ihr müsst euch vorstellen, wenn das gedruckt wird, ist es ja halt auch flüssig und so weiter. Und dann kann das sein, dass die Kugel so ein bisschen umknickt nach hinten und so, ne? Damit wird das halt vermieden. Jetzt wurde das Ding einmal in den 3D-Printer reingeknattert. Und das ist nochmal die Tinte. Das sieht so komisch immer aus, ne? Und daraus wird es jetzt einfach hergestellt. Sehr nice. Muss sagen, die Figuren teilweise gut. Die großen Figuren auf jeden Fall deutlich, deutlich krasser. Und er hat so einen einzelnen Speaker da irgendwie noch reingemacht. Wahrscheinlich muss er den extra machen, weil das sonst ein bisschen zu schwer wird für den Drucker. Denke ich mal. Jetzt kommt der Cleaning-Prozess, der Cure-Prozess. Da muss er auf jeden Fall erstmal dafür sorgen, dass die ganzen Sachen... Also, das hat er noch nicht sauber gemacht, jetzt riech ich, ne? Also, ich hoffe, das hat er besser gemacht. Die Unterstützungsstreben werden abgeknapst. Eigentlich straight up. Ja, boah, das wird auch tatsächlich da ein bisschen schwieriger. Okay, nice. Doch eigentlich relativ easy. Jetzt erstmal das ganze Ding zum Heilen bringen. Also die müssen jetzt mit UV-Licht bestrahlt werden, damit die eine rauere Schicht bekommen. Damit auch die Farbe dort drauf gleich sehr nice wird. Schon cool, ne? Sowas zu können. Ja, sieht schon ganz anders wild aus. Jetzt geht da einmal nochmal mit Schmirgelpapier rüber. Macht jetzt sozusagen so eine Arbeitsfläche. Finde das aber gar nicht so cool. Mit dem Schmirgelpapier sieht das manchmal nicht ganz so krass aus. Aber ja, wir wollen mal nicht zu voreilig sein. Wir geben später eh noch eine kleine Bewertung ab. Deswegen, wir gucken jetzt erstmal, was wir hier so haben. Okay, ja, eine Bazooka. Jo, er macht weiter. Zieht hier komplett durch. Ich finde es auch gut, dass es ein Zeitraffer ist. Nicht zu viel Zeit verlieren. Das ist nämlich der richtige Prozess. Das Anmalen. Und er malt. Aber ich finde es blöd, dass er den Toilettenmann so schnell angemalt hat. Bei der Bazooka macht das auf jeden Fall jetzt ein bisschen entspannter. Ich glaube, der Toilettenmann war auch zu schwer. Kann ich mir zumindest vorstellen. So. Bazooka kriegt noch so einen metallischen Anstrich. Sehr geil. Vorne natürlich wichtig auch. Jetpack muss er auch gut machen. Eigentlich ist der Kameramann ja fast schwarz. Mit bisschen Rot noch drin und so, ne? Aber das sieht auf jeden Fall schon ziemlich gut hier aus. Das Jetpack muss er unten definitiv... Oh, das Jetpack sieht sogar sehr gut aus, Leute. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber durch diesen Eisenanstrich sehr, sehr komplex geworden. Und das ist für die Toilette jetzt. Wahrscheinlich komplett in schwarz einfach nur. Macht er auch noch ein bisschen mit Eisen. Schon cool, ey. Das ist schon cool geworden. Und hier sieht man, wie krass der jetzt mittlerweile ausschaut. Yo. Jetzt macht er nochmal die kleinen Toiletten. Die malt er mit Weiß erstmal an. Grundierung. Jetzt auf jeden Fall das Gesicht nochmal mit Hautfarbe. Auch relativ entspannt. Der Bart und die Haare müssen auf jeden Fall noch schwarz, denke ich. Die Augen macht er auch schwarz. Den Bart macht er. Macht das die Zunge? Kein Bart gewesen, Leute. Okay. Sehr geil. Der Titan Speaker, auf den bin ich auch gespannt. Da muss er sich viel Mühe geben. Sag ich euch, wie es ist. Das ist der wichtigste Charakter für mich. Jetpack macht er wahrscheinlich wieder mit Metallic Lack, denke ich mal. Ja, rot. Wichtig, Leute. Rot wichtig. Gute Farbe, gute Farbe. Das kriegt Leben, das Ding. Das kriegt jetzt richtig Leben. Sehr nice. Okay. Sieht ziemlich clean aus. Muss ich sagen. Das Ding wird jetzt auf diesen Körper raufgepackt. Junge, wild.
was der da schon wieder zaubert, ey. Das Ding wird jetzt nochmal ein bisschen, also das Hemd wird nochmal ein bisschen rot gemacht. Aber gesagt, Digga, die rote Farbe bei dem Speakerman wird auf jeden Fall wichtig sein und er hält sie auch dran. Und deswegen muss ich auch schon sagen, geht das für mich auch in eine gute Richtung hier von der Bewertung her. Ich habe ja schon einige Videos von ihm gesehen, muss aber sagen, ich kann die Tendenz da schon Richtung 2-1 spüren, ne? Boah, Junge, sieht sehr clean aus. Jetzt hat sich echt viel Mühe gegeben auch. Die Bazooka auch ganz chillig, nochmal metallisch rüber. Zack, zack, zack. Das sieht so cool aus, Mann. Klebe. Oben. Also, den musst du am Arm halt dran. Ey, Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Dieser Speakerman sieht sowas von lit aus, Alter. Junge, das ist eine 1 für mich. Schon mal vorneweg. Ich bin gespannt, wie er den Small Speaker jetzt macht. Weißes Hemd, ja, gehört auch so. Muss jetzt, sag ich mal, nicht zu viel Arbeit sein. Selbst die Krawatte macht er noch, ne? Sieht geil aus, Digga. Farblich passt auch gut zusammen. Sind auch genau meine Farben. Rot, weiß, schwarz. Passt für mich perfekt. Jetzt macht er noch den Speaker. Aber den Speaker hat man jetzt auch nicht so viel Arbeit. Bis metallisch machen, ein bisschen weiß noch hier drüber malen. Das hier auch relativ entspannt. Okay, ja, kann man mitarbeiten. Der Kameramann. Ah, bei dem Kameramann muss man auf jeden Fall viel metallisch oben einsetzen bei der Kamera. Aber die kann er jetzt nicht weiß machen, Digga. Das kannst du jetzt nicht machen, Bruder. Da muss jetzt irgendwie noch der metallische Look rein. Da muss der metallische Look rein, Bruder. Mach den metallischen Look rein! Macht er nicht. Oh, yo, der sieht so sexy aus, Mann. Süß! Alter, und der auch, ey. Das sind die beiden Main-Figuren. Zu krass. Wir gucken mal, wie das nachher all also wenn das alles zusammen ist, ne, wie das da nochmal ausschaut. Da sieht man nochmal den Turnaround. Das Ding ist eine 1. Das Ding ist auch eine 1, Leute. Absolut. Ist auch eine 1 für mich. Er hat sogar Hintergrund, Background von Skibidi Toilet genommen. Sehr geil. Der Speakerman, der Cameraman. Ey, Leute, also könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber das ist für mich eine 1 plus mit Sternchen. Die beste Arbeit, die er gemacht hat, das krasseste Detail, was er da gemacht hat, das ist auf jeden Fall mal was, muss man honorieren. Absolut crazy. Alright, hier sehen wir die Situation und ich bin gespannt. Woher kennen wir das? Ah, Moment, da muss ich jetzt kurz über... Ja, wobei, ich darf ja nicht stoppen, ich darf das Video nicht stoppen. Ich glaube, es ist unten links. Nein, ich wollte unten Mitte sagen, verdammt! Ah! Oh, ich war mir echt nicht sicher, okay. Na, ah, verdammt, ey. Ja, da haben die, glaube ich, einen Hinterhalt gerade gemacht, ne? Nee, nee, da kam diese Ramme. Alright, weiter geht's. Das ist easy, links. Leute, ich bin Skibidi Toilet Main. Absolut easy, Digga. Das ist komplett links in der Kirche gewesen. Denk ich doch, oder? Ich bin so ein Dulli. Oh nee, wenn ich jetzt in Real Life überfallen worden wäre, hätte ich schon komplett reingelost. So ein Ding ist das. Da haben sie die Sprengung veranlasst und dann kam der Laser. Das da. Ja, okay. Jetzt aber, Leute, 100%. Ah, das hört sich ganz nach einem... Ich würde fast sagen, das ist entweder der hier oben oder der hier. Null von drei! Geil! Geil! Macht Spaß! Ah, verdammt, ey, ich wurde so hops genommen. Sogar das YouTube-Headquarter wurde gesprengt. Das wusste ich gar nicht. Das war das YouTube-Hauptquartier anscheinend. Wer ist er? Das kam doch gerade gar nicht. Das kam doch gerade gar nicht. Guck mal weiter. Hmm.
Endlich! Es ist der, Leute! 1 von 4! 1 von 4! Immerhin! Also ich sag, wie es ist, aber wenigstens das haben wir richtig. Das ist doch schon mal was wert, glaube ich. Okay. Jetzt keinen mehr falsch haben. Dann wäre ich noch okay dabei. Ja, also wenn ihr den hört, Leute, also der lebt ja eh schon nicht mehr, ne? Aber total dumm, was die sich da einfallen lassen haben. Aber es war schon echt sehr easy, dass der das ist, ne? Der hat nämlich so einen Hall in seiner Stimme ordentlich. Aber wie der die auch einfach auf ist. Man sieht richtig, dass das der Teufel in ihm steckt. Und runtergespült. Gucken wir mal. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ja. Kann mir vorstellen, dass das der hier ist. Der ist es. Der oder der unten. Ja, ich war First Try direkt richtig gelegen. Das ist nämlich am Ende die Szene, wo der nämlich kommt. Da geht er ins Lagerhaus rein, jetzt wird er plötzlich entdeckt und dann kommt nämlich einer und fetzt ihn gleich. Genau, da. Und tschüss. Der Spinnentoilettenmann. Was haben wir noch? Das ist easy. Das ist easy, Digga. Das muss sein. Der hier. Ich glaube, es ist der. Ja. Der muss es sein. Anhand des Tons, weil der nämlich zerstört wird. Oh, es ist oben mit dem Cameraman. Oh Mann, ey, ich bin so busted, Leute. Ey, ich habe so viel falsch. Wie der da die ganzen Toiletten runterspült, ne? Auch wieder, kommt der dritte, das ist der Teufel, der gibt ihm so einen Laser in sein Gesicht. Das finde ich so geil. Das ist eine der coolsten Szenen. Direkt verbrannt. Aber jetzt erstmal auf chillig. So. Wir haben 2 von 7 richtig. Ah, wieder easy. Das muss das hier gewesen sein. Nee, das hier gewesen sein. Das hier. Da glaube ich, lasert er nämlich oben in die Luft, weil von oben was kommt. Der hier. Es könnte auch der hier sein, Leute. Also diese beiden, aber ich glaube er. Ja. Weil eigentlich von oben kommt gleich nämlich der Flieger und schießt da runter. Und dann wird er nämlich runtergeholt. Doch nicht. Ich war komplett in einem falschen Film. Oder so oft habe... Also bei der letzten Folge hatte ich fast alles richtig. Dieses Mal kompletter Reinjoke. Und da kommt der Megabomber an. Okay, also ich habe immerhin 3 von 7 aktuell. Ja, die Frage ist... zweiter Smash. Dritter Smash. Er wird eigentlich noch zerstört, Mann. Ich glaube, das ist diese Szene hier. Er wird am Ende nicht runtergespült, er wird zerstört. Deswegen habe ich das herausgefunden. Oh, der ist auch so cool. Der kommt ja schon relativ am Anfang. Finde aber, die haben zu wenig mit dem gemacht, ne? Und weggekickt. Einfach ins Hochhaus rein. Ciao, Digga. Und die Spinne wird auch nochmal ganz kurz zerdrückt. So, 4 von 8. Ich bin gut dabei gerade. Das hier. Nicht das. Ich glaube, das ist das hier. Ja. Wobei, das könnte auch das hier sein. Nee. Also war unten links. Hatte ich doch den ersten richtigen Riecher schon gehabt. Weil da gehen die Toiletten, glaube ich, später noch so ein bisschen auseinander, meine ich. Die werden irgendwie gleich, glaube ich, nochmal genuked. Ich glaube, so war das. Ah, da ist der Teufel. Nee, doch nicht. War falscher Film. Aber 5 von 9 jetzt. Wir steigern uns. Aber ist auch easy zum Schluss. Ja, das... Zweiter Schlag. Das hier.
unten rechts. Weil er verprügelt am Anfang ein paar und dann kommt diese Riesentoilette nämlich und lasert eigentlich. Und hier fliegt er eigentlich vom Dach runter. Also da müssten wir nur drauf warten. Das müsste unten rechts sein, ja. Ja gut, da sind wir ja schon 6 von 10, oder? Läuft doch gut, Leute. 60%-Quote wieder. Auf entspannt. So schlecht bin ich denn ja gar nicht. Hier ist nämlich der Erste. Der Zweite kriegt auch noch. Wird weggeworfen. Und dann kommt der Riese nämlich. Leute, 100%-Quote. Passt auf. Oh, oben. Oben. Ja. Das ist der hier. Der sprengt nämlich die ganzen Leute jetzt weg. Und dann kommt einer, schlägt ihn vom Dach runter und jetzt kommt er hinterher gesprungen. Also, das werdet ihr gleich sehen, aber das habt ihr jetzt nicht gehört, dass es unten auf jeden Fall ist. Ja. Da sieht man's. Er läuft vorbei. Das hier auch, Leute, total krass. Hier ist eine Toilette bei, die passt nicht zu den anderen, ne? Das ist immer so, was hat das zu bedeuten? Der zündet hier nämlich eine Bombe auf entspannt. Und dann kommt die Toilette, schmeißt ihn runter. Und jetzt kommt die eigentlich noch hinterher. Ja, okay. Und Nummer 12 ist natürlich ganz klar, Leute. Ganz locker. Gucken wir uns mal an. Wir gehen direkt rüber. Nehmen die 12er mit. Ich will das definitiv nochmal sehen. Das ist natürlich klar, ne? Das heißt, ich wäre bei 8 oder 9 von 12. Bin mir nicht mehr so sicher. 8 von 12, ne? 75%. 66. Ah, ich weiß nicht mehr. Ich hab's vergessen, ne? Aber, jo, das Ding ist auch so krass. Ey, die Szene ist heftig. Wie der versucht, sich da halt mit dem zu beefen, ne? Aber keine Chance hat. Und wir sind bei McDonald's, Leute. Ich kann mich hier bewegen. Und in diesem McDonald's soll etwas Schlimmes vor sich gehen. Ich gehe mal einfach da rein. Freddy? Garten of Ban-Ban-Figuren? Simpsons? Roblox? Was macht ihr hier? Oh, Leute, hier ist eine Toilette. Das ist nicht gut. Warum steht die da so? Die ist Hass, Leute! Bitte mach nix! Bro, bitte mach nix! Nein! Bruder, wo bin ich? Ah, weg hier! Weg hier! Oh! Ich muss da schnell rein. Aha, noch einer! Ich muss da lang. Oh, da ist die Tür. Tür öffnen? Nein, Scheiße! Ich muss die Tür öffnen. Oh, einfach vorbei. Komm schon. Nein. Nein, nein, nein. Einfach vorbeigehen. Oh Gott, Leute. Das wird jetzt eklig. Da vorne ist ein Gang. Da vorne ist ein Gang. Falscher Gang. Ich bin falsch gelaufen, oder? Der Pfeil war gerade auf der anderen Seite, stimmt's? Hallo? Ich hab mich ein bisschen verlaufen. Da kommt schon die nächste Toilette. Ich muss da rein. Das ist hier. Da ist die Tür. Wo bin ich? Leute, was geht denn hier ab? Oh nein, die Welt wurde übernommen. Junge, krank. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, die wollen mich essen. Ich muss schnell hier weg. Die Menschen sind in Gefahr. Da hinten ist schon die nächste Toilette. Oh Gott, ich sehe sie im Spiegel. Ich verstecke mich hier drin. Vielleicht hier? Bunker. Bunker, wo bin ich? Ich war gerade noch McDonald's. Wir fahren hoch. Wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Da ist ein TNT-Knopf. Ich drück ihn einfach, egal was passiert, du verdammtes Stück. Oh, oh. Boom. Easy. Wo bin ich gerade gelandet? Was macht ihr? Hey, das war doch nur ein Spaß. Ja, Leute, das war's wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Danke fürs Zusehen. Dickes Küsschen. Deno out.